Werte Mitpatrioten, ich begrüße euch zu dieser neuen Woche und ich freue mich, einen glorreichen Kämpfer für die Sache des deutschen Volkes, einen glühenden Patrioten zurück begrüßen zu können im Kreise meiner Abonnenten. Er ist überzeugt, er ist beseelt, einzig vom Kampf für die Freiheit unseres Volkes. Ich grüße mit patriotischen Grüßen unseren geliebten Mitstreiter Lausitzer Irrlicht, nicht wahr? Und wir freuen uns alle, dass wir ihn zurück begrüßen können im Kreise von uns glühenden Patrioten im Kampf, demokratischen Kampf für die Freiheit unseres Volkes. Er ist ein wichtiger Mitstreiter in diesem wichtigen Existenzkampf, nicht wahr, liebe Mitpatrioten? Ja, wie sieht's aus, ne? Also, da weiß man schon gar nicht mehr, worüber man noch renten soll, ne? Also, auf jeden Fall kannst du renten. Also, der Spiegel hat sich gefreut, ne? Chemnitz in Köthen haben die zwar auch schlimme Sprüche gemacht, aber es war kein Chemnitz. Ne? Also das ist inzwischen normal in Deutschland, dass ein Deutscher stirbt und dann gibt es einen Trauermarsch und Gegendemo. Ne? Das ist das Normale. Ne? Und was soll man sagen, ja? Er ist an einem Herzinfarkt erlegen, nicht wahr? Das hatte ursächlich nichts zu tun mit dem Angriff. Ne? Was sind das für Menschen, ne? Wenn die auf den eintreten? Ne? In Amerika wird sowas dann auch oft als Mord interpretiert. Ne? In Amerika sind die da dann oft viel schärfer. Ne? Wenn ich auf den eintrete und lasse nicht von ihm ab, ja, und der hatte dann vorher schon irgendwie eine Herzkrankheit, dann ist das Pech des Mörders. Ne? So wird es oft in Amerika gesehen, außer bei Schwarzen natürlich. Schwarze können sich in Amerika alles erlauben. Ne? Aber wenn du weiß bist und du trittst auf einen ein, mehrfach, und der sagt dir, du sollst aufhören, aber du trittst weiter, und der hat irgendwie ein schwaches Herz und stirbt dann, wirklich das Pech, die Last trägt der Täter. Aber in Deutschland, die Afghanen können sich ja alles erlauben. Ne? Ne? Also, wollen wir mal in die Zukunft blicken. Also diese Woche kommt der Showdown Maaßen und das Seehofer-Team gegen den Rest. Ne? Das ist der große Showdown. Ne? Denn der Maaßen, der muss ja seine... Da muss das ja auch seine Behauptungen belegen. Ne? Also wenn du irgendwie Zweifel an so einem Video hast, dann musst du das ja belegen. Ne? Also wenn man sagt, da gab es Hetzjagden, kein Mensch wollte irgendwelche Belege. Ne? Aber wenn einer nur Zweifel hat, dann muss er das belegen. Ne? Das ist so witzig. Ne? Derjenige, der sagt, klar, es gab Hetzjagden, okay. Ne? Aber wenn du Zweifel hast, dann musst du die Zweifel aber auch belegen. Wenn du sagst, ja gut, wenn du sagst, ich bin nicht ganz sicher, dann musst du das belegen. Ne? Das ist die verkehrte Welt. Ne? Der Zweifler muss seine Zweifel belegen. Aber der sicher ist, der wird nicht um einen Beleg gebeten. Ne? Und so sieht es doch aus. Ne? Aber wirklich, wir haben Eskalation pur. Ne? Und der Seehofer, der will ja den auch nicht einfach rausschmeißen, den Maaßen. Das kann er sich ja nicht erlauben. Also ich denke, da könnte es jetzt schon ein bisschen einen Showdown geben zwischen SPD und CSU. Denn die wollen ja jetzt den Maaßen raus haben. Und die CDU-Leute wollen vielleicht zur Hälfte. Die CDU will ja auch die Hessenwahl gewinnen. Die Bayernwahl, ich habe jetzt geschaut, die ist glaube ich am 14. Oktober. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Also, aber Köthen, ne? Und es bleibt ja nicht bei Köthen, ne? Da
Das geht jetzt ja immer weiter mit diesen Leuten. Ne? Mord nach Mord. Ne? Es werden noch so viele Deutsche sterben in den nächsten Monaten. Das ist nicht, dass ich aufrufe zu Gewalt, ne? Aber ich denke, das ist meine Prognose, dass so viele sterben werden in den nächsten Monaten. So viele Deutsche werden ihr Lebenslicht ausgeblasen bekommen. Von Seiten der Flüchtlinge, Deutsch-Türken. Ne? Aber es wäre wirklich gut, wenn mal der ein oder andere Deutsche ein bisschen nachdenkt darüber, in welcher Welt wir leben. Ne? Was ist denn das für eine Welt, wo du wirklich um dein Leben fürchten musst? Überall. Ne? Allein schon dieser Blutzoll des deutschen Volkes. Ne? Das geht auf keine Kuhhaut mehr. Ne? Also es sind auf jeden Fall spannende Zeiten. Es wird jetzt ganz wichtig sein, was mit Maßen passiert. Ne? Und dann wird hoffentlich das Augenmerk auf diese Vorfälle in Chemnitz gerichtet. Und dann kommt auch raus, dass da die Antifa aggressiv war. Ne? Selbst bei diesen Ausschreitungen, dass in Wirklichkeit die Antifa aggressiv war, müsste dann eigentlich rauskommen. Ne? Und dass auch Gruppen von jungen Männern aus dem Ausland. Ne? Also wenn man das wirklich mal ein bisschen unter die Lupe nimmt, was da bei diesen Ausschreitungen in Chemnitz passiert ist, dann wird herauskommen, dass die Antifa der Hauptschuldige ist, nehme ich an. Ne? Und deshalb kann das nur gut sein, wenn das in den Medien bleibt. Und das Ergebnis kann ja für die Linken nicht gut sein, nehme ich an. Aber also der deutsche Michel ist so ein Trottel, irgendwie ist es da schon egal. Ne? Aber der Schwede ist auch doof. Ne? Was haben Sie immer gesagt? Die Gefahr der Schwedendemokraten. Ne? Das Ergebnis ist kläglich. Ne? Wirklich. Das ist jetzt auch die Taktik manchmal der Eliten, ne? Dass sie auch Wilders so hochjubeln. Wilders ist die große Gefahr. Und Wilders hat da auch nur vielleicht 13%. Und die Schwedendemokraten kommen jetzt auf unter 18, soweit ich weiß. Also, das ist auch kläglich, ne? Dass dann diese Gefahr hochgejubelt wird, die rechte Gefahr, und dann kommt am Ende nichts bei raus. Ne? Also traurig. Ne? Italien ist aber anders. Ne? Okay, ne? Also wir haben einerseits Eskalation, aber andererseits haben wir auch einen schläfrigen Michel, der alles schluckt, ne? Der deutsche Michel. Manchmal denke ich, es ist sinnlos, hier ein rechtspopulistischer Aktivist zu sein, wo der Populus ja so irre ist und so doof. Aber, ne? Also, ansonsten, ist sonst noch irgendwas? Also, eigentlich nicht, ne? Amerika geht natürlich weiter, aber in Deutschland wollen wir, also Maaßen ist jetzt die Story diese Woche, nehme ich an. Ne? Ich hoffe nur, dass der Maaßen nicht klein beigibt. Ne? Der Seehofer auch nicht. Ne? Na gut, wollen wir gucken. Ne?